Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Trophäe Sowas von Unzivilisiert in Star Wars Jedi Survivor freischalten kannst. Hierfür musst du 10 Gegner mit der Fähigkeit aus nächster Nähe eliminieren. Um überhaupt erst einmal diese Fähigkeit nutzen zu können, musst du erst einmal den Blaster erhalten. Diesen erhältst du automatisch im Laufe der Hauptstory. Und nachdem du diesen dann nutzen kannst, musst du folgende Fähigkeit freischalten. Nachdem du den jetzt zu sehenden aus nächster Nähe Skill erhalten hast, musst du jetzt nur noch insgesamt 10 Gegner damit ausschalten. Am einfachsten geht das gegen Gegner, welche dich nur im Nahkampf angreifen. So wie beispielsweise bei den Sturmtrupplern. Hier führst du die Fähigkeit dann aus, indem du während des gegnerischen Angriffes die Dreiecktaste drückst. Solltest du auf einer anderen Plattform zocken, nutzt du hier dann einfach die Taste, welche dir auch im Fähigkeitenmenü angezeigt wird. Und nachdem du 10 dieser Kills erzielt hast, schaltest du auch direkt die Trophäe frei. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Die Playlist zu den restlichen Jedi Survivor Trophäen kannst du wie gewohnt jetzt unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!